Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lego Star Wars. Ich dachte Batman. Nein, verdammt. Star Wars. Okay, wir sind bei Star Wars. Die komplette Saga. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Episode 4. Episode 4, ja. Ja, das direkt nach Episode 3, finde ich gut. So, los geht's. So, chronologisch. Episode 4. Und damit der Beginn der ganzen Star Wars Serie. Und einer neuen Hoffnung. Was hat damals angefangen mit Episode 4? In Kapitel 1. Geheime Pläne. Es herrscht Bürgerkrieg. Die Rebellen, deren Raumschiffe von einem geheimen Stützpunkt aus angreifen, haben einen Sieg gegen das galaktische Imperium errungen. Während der Schlacht ist es Spionen der Rebellen gelungen, Geheimpläne über die absolute Waffe des Imperiums zu erbeuten, den Todesstern, eine bewaffnete Raumstation mit genug Feuerkraft zur Vernichtung eines ganzen Planeten, verfolgt von den Agenten des Imperiums, jagt Prinzessin Leia an Bord ihres Sternenschiffes nach Hause, als hüterere Pläne sie erfolgreich in der Galaxis die Freiheit wiedergeben können. Warum vier Punkte? Ich verstehe es auch nicht. Das aber war schon immer so. Hier sehen wir Tatooine und die Tente 4 und den Sternzerstörer. Was passiert wohl jetzt? Ich weiß es nicht. Da wir den Film nicht gesehen haben. Doch. Haben wir nicht, nein. Oh mein Gott! C3PO! Und R2D2. Ja. Dick und doof. Und Rebellen. Die ist gleich eine Sternbahn. Mein Gott, was passiert hier? Sturmtruppen. Ja. Mit durchschlagender Wirkung, würde ich sagen. Und hier haben wir einen wieder mal röchelnden Darth Vader. Und eine Holodisk. Yeah, ist bestimmt Pornos drauf. Jetzt bestimmt ihre eigenen. Komm, wir bauen mal ein bisschen. Ich kann bauen. Und ich mache das, was ich am besten kann. Ich kann den kaputt machen. Und ich kann bauen. Ich ein Rebelle bin. Ich baue mit Legosteinen. Die Tatsache weggelassen, dass eigentlich alle Personen im Spiel können, aber naja. Psst. Wenn du es keiner zählst, dann kriegt es auch keiner mit. Oh. Ey. Bitch. Ey, also wie der Erfolg. Naja, wir müssen uns ja hier mal Bild rappen. Aber egal. Lassen uns unsere Wut an den Gegnern aus. Ach, okay, wir haben es geschafft. Ja, total. Haha, ich sehe viel cooler aus als ihr. Dass du immer so stramm stehen musst. Oh, Sturmtruppen. Oh mein Gott. Ganz viele Klone. Wie schon erwähnt, oder noch nicht erwähnt, mittlerweile sind es kaum noch Klone. Aber naja, das macht ja nichts. Ja. Lass uns einfach weiter... So. Weiter ziehen, weiter kämpfen. Weiter um die Häuser ziehen. Geh weg. Ich kann ja aufbauen. Bauen. Yeah. Jo, was gibt es viel zu sagen? Episode 4 startet ziemlich klassisch mit einigen Bauenrätseln und... Hoffenweise Sturmtruppen zum kaputthauen. Und das macht Spaß. Mein Gott! Und da haben wir Darth Vader! Darth Und wir müssen hier einen Korb aus dem Rätsel wieder lösen. Weil dieser dicke Mensch da lässt uns nicht ran. Wenn wir nämlich nah genug rangehen, stößt er uns zurück. Deswegen müssen wir hier bomben. Ganz einfach, der Typ fängt an zu husten, wenn wir ihn ordentlich umnehmen. Er ist wie ein röchelnder Eber. Er ist ein röchelnder Eber. Okay. Und fliegt dann vor uns. Warum fliegt er vor uns? Eigentlich müssen wir doch vor ihm fliehen, oder? Das ist Lego. Okay. Oh, ich schieße den Rebellen ab. Und dich. Da kommt noch ein Sturm drin. Oh, du machst mir einen Weg. Ja. Das bist du immer noch. Oh, hier haben wir ein kurzes Schalterrätsel.
Wir können gleich eine Szene aus dem fünften Teil sehen, aus dem vierten Teil sehen. Oh. Und das immer wieder. Ist ja wie Kino. Ey, der hat ein Herz hinterlassen. Hallo. Ja. Hallo. Und noch einmal. Und man kann hier noch was anderes machen. Guck mal. Nein, man muss das hier mit viel. Ja. Bekomme ich auch wieder einen coolen Helm? Wie mit Chewbacca? Na, das gibt's dann in späteren Levels. Gibt's hier noch was Cooles? Na, hier gibt's Blumen. Oh ne, ja doch. Oh. Oh, tut mir leid. Bitch. Okay, gehen wir weiter. Und ich glaube, wir sind schon wieder wahre Jedi, obwohl wir gar keine Jedi sind. Ich frage mich, ja, warum diese Rebellen hier so beruhigt rumstehen, wenn die da sehen, wie ein Rebell mit einem anderen getötet wird. Wir haben ein Cup of Tea. A Cup of Tea? Okay. Meinst du echt, dass wir wieder wahre Jedi werden und das, obwohl wir gar keine Jedi sind? Ja doch, finde ich schon. Wir haben schon übelst viele Stats gesammelt. Das schaffen wir jetzt mal. Oh, ein neues Rätselelement. Diesmal müssen wir Dinge schieben. Ob das Robin schafft? Er hat es geschafft. An dieser Stelle soll ich wieder einen Applaus zu erwähnen. Das ist beim ersten Mal. Oh mein Gott, das klingt, als wenn ein Sturm kommt. Oh, und da ist R2-D2. Und C3PO, der ich jetzt sein werde und damit vielleicht mal ganz klassisch hacken werde. Oh ja, eine Szene, aus der wir uns alle erinnern, der den Film gesehen hat. R2-D2 ist ein alter Computer. Ja. Nimm diese CD. Aber es funktioniert nicht. Ah. Mal kurz einmal. Ja, das ist eklig. Lass uns weggehen. Warum bist du jetzt? Na, weil Leia jetzt verschwunden ist. Hallo, du warst hier. Was hast du da? Bitte gehen Sie durch. Okay. Und das kannst du nicht mal nützlich machen. Und diese netten Sturmtruppen da zerstören, weil dieser Typ da einige Probleme hat. Aber man merkt, man kann ihn nicht mit Waffengewalt begegnen, sondern man muss auf andere Methoden zurückgreifen. Und die sollte jetzt genau. Man geht in einen Kran rein, kann ihn steuern. Du siehst einen Schatten da hinten, wo er ist. Ich krieg mir rein gar nichts, weil ich nicht so weit komme. Und jetzt kann man die Sturmtruppen entsorgen. Doch nicht da, ein Mensch. Mach's in den Abgrund. Okay. Was? Der Asen? Ja. Hui. Okay. Die Müllerkuh. So kann man es auch nennen. Die will ich auch packen. Okay. Wenn du noch so lieb bist und da drin bleiben würdest, weil C3PO kommt da hinten nicht hin und deswegen muss man auf ähnliche Methoden zurückgreifen. Und im Kurzarm da hinten hinschaffen. Nicht in den Abgrund. Das machst du gerne, oder? Ja. Achso, apropos, da muss ich euch was zeigen. Wartet mal kurz. Lass mal mir fallen. C3PO ist ja ein Droide und wenn man ihn genügend verletzt, könnte das sehr lustig sein. Guckt mal hin. Seht ihr es? Tja, okay, das kannst du. Falsch. Gott, ich verliere doch Ringe dabei. Der Ringe würde ich das ja jetzt nicht nennen. Ja, Stunts halt. Was ist das? Ja, nee, das war falsch. Du kannst eigentlich wieder rausgehen da. Und wer tut mich rüberbringen? Wieder keiner. Das ist keine warmen Jedi. Hey. Oh mein Gott. Ja. Angriff. Wenn du flüsterst, kriegt das niemand mit. Achso, dann habe ich am Mikro bin bestimmt. Ich bin vorbeugt. Ich schlag dich zu Brei. Boah, das sind sogar solche Typen dabei. Die brauchen zwei Schläge. Ja. Oder auch nicht. Und ich baue hier mal wieder was auf, damit auch die Droiden uns folgen können. Ja, eigentlich nur C3PO, oder? Ja,
Achso, den Zug kann da immer noch fliegen. Ich gehe einfach mal. Rebellenpower! Jetzt haben wir zwei verschiedene Rebellen. Na komm, wir brauchen noch ein bisschen Gold. Weil ich sehe mit meinen roten Streifen eigentlich auch nicht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht meint ihr. Ach naja. Ich bin immer noch. Okay, jetzt hier Schalterrätsel. D2 hier. Du kommst anscheinend nicht. Was auch immer da gerade passiert ist. Okay. Was sind das? Schwimmtruppen? Schwule Schwimmtruppen. Wie kann sowas sein? Ich weiß es nicht, ich will es nicht wissen. Ich will nicht wissen, was sie da gerade machen. Los, dreh Schalter. Sind die beiden da drinnen? Was machen die da drin? Und wahrscheinlich haben wir es jetzt doch nicht geschafft, Mara Jedi zu sein, weil dafür bin ich etwas zu oft überlegt. Oh, doch! Okay. Kannst du mal sehen. Yeah! Ich hoppe. Und los geht's! Ja. Ich bin doch schon drin gewesen und hatte nur ein Bein und... Oh! Und damit endet Episode 4. Ja, viel Spaß. Okay, gut, wir sind zu Episode 5, haut rein. Aua. War natürlich nur Spaß. Nein, nimm jetzt im Ernst. Also Episode 4 hat zwar klassisch begonnen. Wo sind die Knödel? Du hattest versprochen, damit aufzuhören. Also Episode 4 startet wie gewohnt, eigentlich ziemlich klassisch und eigentlich ziemlich lustig. In einer Wüste. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ey, tritt mir nicht in den Hinter, Arschloch. Oh, da gehe ich hin. Eine Sandraupe. Ich spiele mit ihr, komm los. Zwerge! Wir spielen Zwergenhalber! Schach! Oh, jetzt haben wir ihn kaputt gemacht. Staubsauger. Ey, guck mal, alter Bekannte. Da bist du ja wieder. Lass mich in Ruhe. Ja, so viel dazu. Yeah, wir jetzt Prinzessin Leia. Captain Atlantis, genau. Rippenfreund. Ja. Der namenslose Typ. Statist. So. Dreimal dürft ihr raten, auf welchem Planeten wir jetzt sind. Erden? Coruscant? Warum gibt's die Erde dort eigentlich nicht? Episode 5, eine neue Hoffnung. 5? 4. Warum wir keine Planeten? Kapitel 2, durch die Jundlandödnis. Der Öskaltschiene. Darth Vader sucht an Bord von Prinzessin Leas Raumschiff vergebens nach den geheimen Plänen der Punkt. Der Droide R2-D2 ist mit den Blaupausen des Todessterns auf den Planeten Tatooine gekommen. Doch zusammen mit seinem Begleiter C3PO wurde der R2-D2 von Jawas geschnappt, kleinen Sammlern, die mit Metallschrott handeln. Ungeahnt des großen Schicksals, welches ihn erwartet, sucht der junge Luke Skywalker Droiden, die auf der Feuchtfarm seines Onkels helfen sollen. Er nähert sich der Sandraupe und schon bald wird sein Leben für immer verändert. Habe ich eigentlich auf Aufnehmen geklickt? Ah. Eigentlich schon. Wir können natürlich mal gucken, nebenbei, wenn die Sequenz läuft. Nee, das geht nicht. Das können wir nicht. Nein. Da würde der Fraps abklicken. Egal. Hm. Hm. Was ist das? Ich nehme den und den. Oh. Geilste Zwischensequenzszene überhaupt. Ja, wo sind sie hin? Scheiße. Der melkt seinen Banter. Oh. Ein Tasten. Ein Obi-Wan. In Wirklichkeit sind es einfach Drogenabhängige, die Ecstasy wollen. Na, die sehen so aus, als hätten die viele, viele Jahre Crystal genommen. Ja, und jetzt wollen sie neues Crystal. So. Du bist der alte Jedi.